Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Hallo Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, Tom, aber ich fahre jetzt mit deinem Papa auf hohe See hinaus und du kannst dich so lange um Papas Papagei kümmern. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Er verabschiedete sich vom Müller und von seinem Papa. Die beiden machten sich auf den Weg und Tom kümmerte sich um Papas Papagei. Hallo, Papas Papagei. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Was? Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Ach, du willst auch eins? Na gut, ich besorge dir eins. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Bitte sehr. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Was? Noch eins? Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Ja, ja, ist ja gut. Ich hole noch eins. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein. Aber hier liegt doch eins. So, bist du jetzt zufrieden? Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Wie bitte? Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Du kannst wohl wirklich nicht genug kriegen. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, aber frag doch mal den da. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Ja, hab ich. Hier hast du's. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Du gehst mir langsam auf die Nerven mit deinem Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Also gut. Eins besorge ich dir noch, aber dann ist Schluss. Hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Ja, Papas Papagei. Ich hab ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für dich. 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 Hurra! Vier Erdbeermarmeladebrote mit Honig. Vielen Dank. Hurra! Vier Erdbeermarmeladebrote mit Honig. Vielen Dank. Das ist ja so viel, dass ich es mit meinen Freunden teilen kann. Das ist ja so viel, dass ich es mit meinen Freunden teilen kann. Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihm so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Und er verbrachte noch den ganzen Tag mit Papas Papagei und war wunschlos glücklich.